just make me crack. Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's wieder, Jan, und ja, es geht weiter mit Dragon Ball Raging Blast 2. Ja. Sorry, ich habe gerade irgendwie was gehört und wollte einfach gucken, ob da noch irgendwie was ist. Aber gut. Ja. Mission: Besiege bei bestimmten Umständen stärker werdende Gegner. Bei bestimmten Umständen stärker werdenden Gegner. Das hört sich irgendwie komisch an, egal. Gegner wird stärker, wenn die verbleibende Gesundheit bei 2 ist. Okay. Gut. Dann gucken wir uns jetzt noch den Superangriff an vom letzten Part. So, volle Kraft. Verschwinde einfach. Stürme und ein mächtiger Schlag. Ich stürme, okay. Das werden wir uns natürlich angucken nach unten. Okay, das muss ich mir merken. Yep, Einstellung beenden. Gut. Dann kämpfen wir jetzt gegen Freezer. Haben wir gerade auch schon gegen Freezer gekämpft, ne? Ja. Genau, im letzten Part haben wir auch schon gegen Freezer gekämpft. So, Kampfstart. Schön. Nail versus Freezer. Das Bild, oder überhaupt wieder da ist, ey. Das ist voll komisch. Mit den Fingern, das sieht irgendwie komisch aus. Naja, egal. So. Wir probieren das direkt mal aus. Hier, so, nach unten und verschwinde einfach. Okay. Ja, wieso auch nicht. Das ist, glaube ich, der Schlag, dann, den er gemacht hat, da gegen Freezer bei dem Bild, was wir letzten Part gekriegt haben. Zumindest sieht es so aus. Das finde ich nicht nett von dir, Freezer. Ich frage mich, welche Form ist das? Ist das die zweite oder dritte? Oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Formen Freezer überhaupt hat, ey. Das ist natürlich dann auch ein bisschen fail, ne? So, und das noch hinterher, obwohl das eigentlich falsch war, weil ich wollte eigentlich das andere hinterher machen, und zwar das hier. Und schön. So, draufhauen, einfach draufhauen. Zack, zack und bam. Und Kausa. So, schön. Freezer ist besiegt. Oberältester. Ist mit Oberältester Piccolo gemeint? Keine Ahnung. Obwohl, ne, da war doch glaube ich nur so ein anderer alter Sack, oder? Ach, ist ja auch egal, wer jetzt gemeint ist. So, Anus Joven, ja. Ist doch egal, ist doch egal. So, zack, zack, zack. Gut. Komm, wir gehen erst nach rechts, den Kampf machen. So, Bonus erhalten. Maximalwert für Lebenspunkte hat sich um 6 erhöht. Schön, das ist doch nice. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Kampf und dann rüsten wir dann auch mal wieder was aus. So, leicht. Besiege die Pflanzenmänner in 120 Sekunden Zeitlimit. Okay, von mir aus. Kampfstart. Das sollten wir, denke ich mal, hinkriegen. Die Pflanzenmänner sind jetzt nicht unbedingt die stärksten und zur Not, ich muss im Prinzip ja nur überleben und das ist jetzt eigentlich normalerweise auch nicht das Schwerste, auch wenn es schon oft ziemlich knapp geworden ist. Und ich glaube, ich so auch einmal gefailt habe. Bin mir auch nicht sicher. Na gut, jetzt werde ich dein Gegner sein. Okay. Ja, was heißt okay? Ich spiele mit dir. Das ist irgendwie nicht so okay, wenn du jetzt auf einmal mein Gegner bist. Das finde ich nicht ganz so nice. So, zum Aufhauen. Lol. Wo ist der hingefetzt, ey? Und, komm. Komm her, Mann. Alter. Zack. So, jetzt aber. Zack, zack und zack. Bam. Ey. Treffen muss gelernt sein. So, komm, die trifft, oder? Nice. Dann ist der erst auch schon K.O. Und ja, falls ich gleich nochmal kurz was trinke, tut's mir leid. Hiernach werde ich dann auch den Part, die Aufnahmesession wahrscheinlich wieder beenden. Und dann, im nächsten Part sollte ich dann nicht mehr trinken, eigentlich. So, okay, das war jetzt irgendwie fail. So, komm. Einfach drauf da. Einfach draufhauen. So, zack. Und, ja, trifft das noch? Nice. Beziehungsweise getroffen jetzt eh, aber trifft's noch mit vollem Schaden. So, zack. Zack. Komm, hinterher. So, zack, zack, zack. Und das war die falsche Richtung. Yay. Pflanzenmänner hört auf abzuhauen. Und warum bist du so langsam, Nail? Mann. Und, ja, Alter. Ganz ehrlich, die hauen doch ganz Zeit extra ab, Mann. Die haben Angst vor mir. Egal. Zur Not beendet man es halt einfach so mit einem Energiestrahl, ne? Oder mit einer Energiewelle, von mir aus auch. Falsche Energiewelle, mein Gott. So. Zack, zack, zack. So. Zack und zack und zack. So, immer weiter drauf. So, ich glaube jetzt,
Nein, kicken erstmal weg und dann laden wir, denke ich mal, nochmal auf. Dann können wir nämlich auch nochmal die ultimative Attacke machen. So. Schön aufladen. Und. Jung, mal gucken, trifft das von hier aus? Zack. Ja, nice. Hätte ja sein können, dass er abwehrt. Oder ausweicht, hatte aber natürlich. Also, natürlich hat er natürlich nicht. Ja, hat er nicht getan. Mein Gott, ich will das schon wieder natürlich gesagt. Aber er hat es einfach nicht getan. Warum sollte er das natürlich nicht tun? Ich laber schon wieder so viel Scheiße. Ey, das gibt's nicht. So. Weil der einfach direkt hinter mir ist. Und auch einfach die Namen. Einfach Pflanzenmann. Die haben nicht mal irgendwie eigene Namen. Einfach Pflanzenmann. So. Ey, ganz ehrlich. Die Roten versuchen die ganze Zeit von mir abzuhauen. Das nervt. So, jetzt aber. Geht doch. Zack. 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 So. Und. Zack, zack, zack. Komm, nehme ich noch besiegen. Okay, das geht nichts mehr. Dann hauen wir einfach nochmal das drauf. Und dann ist es vorbei. Und wir haben gewonnen. Nee, was ein Wunder. Okay. Ist mir egal, ich spiele mit dir. Also, solange ich nicht gegen dich kämpfe, ist es kein Problem, wenn du keine Gnade zeigst. Und mit gegen dich kämpfe meine ich in echt, weil im Spiel werde ich eh nie gegen dich kämpfen. Beziehungsweise, da wirst du dann nicht deine eigene Stärke. Und ich sollte aufhören, so viel Scheiße zu labern. So, Limitpunkte haben sich wieder erhöht. Schön. Dann, neues Bild. Und warte, jetzt wenn ich Nail so in den... Alter, hat irgendwas gerade aufgeblinkt. Keine Ahnung, was war. Egal, jetzt wo ich das Bild von Nail gesehen habe, in den Klamotten, ist mir jetzt auch wieder eingefallen, wer das ist. Ich wusste es ja nicht, aber in den Klamotten, dann merke ich es dann doch, wer das ist. Dann weiß ich es wieder. Gut. Okay. Ich... Ich denke, das habt ihr gehört, weil es ist ziemlich laut und es ist auch jetzt immer noch so Nachtdonnern oder wie man es nennt. So ganz leise. Ich weiß nicht, wie lange ihr es jetzt hört oder ob ihr es jetzt auch noch im Hintergrund hört, aber gut, warum nicht mit der Aufnahme. Okay, das hört sich ja vielleicht noch wie ein Auto angeht. Egal, so, wir machen jetzt einfach weiter. Besiege alle Gegner von 89 Sekunden, Gesundheit nimmt stetig ab. Ja, das denke ich, kriegen wir hin. Superangriffe hatten wir nicht mehr, aber Objekte wollten wir noch machen, genau. So, gut, 10 können wir machen, dann gehen wir auf Nahkampf und Schlagangriff L. Einschaltung beenden, ja. Ja. Das war echt ein ziemlich lauter Donner. Der war ziemlich laut. So, ah, dann könnte es natürlich sein, dass das, was aufgeblitzt ist, ein Blitz war. Das wäre natürlich möglich und deswegen kam dann der Donner. So, dann machen wir jetzt Kampfstart. Wobei, eigentlich habe ich Jalousien und habe ich das... Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie da durchgesehen habe, vielleicht ist ja auch egal. Brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr weiter drauf konzentrieren. Wir kämpfen einfach weiter und besiegen die Gegner. Und ihr guckt das Video. So. Immer schön auf die Fresse. Ist irgendwie komisch wieder. Guck mal, der steckt so. Nee, jetzt war es gar nicht, aber gerade irgendwie. Naja. Da machst du halt jetzt nicht, oder? Das ist, weil er jetzt in der Luft ist. Das könnte natürlich möglich sein. Schon vorbei. Das so ist, solche Kämpfe kann man nicht perfekt gewinnen. Das finde ich irgendwie fies. Vor allem, weil eigentlich ist perfekt ja, wenn man keinen Schaden. Ja, kein Schaden nimmt. Gut. Man kann es jetzt so oder so nehmen. Kein Schaden kann. Im Prinzip nehme ich ja keinen Schaden, weil ich verliere zwar ganz entnehmen, aber ich nehme keinen Schaden irgendwie vom Gegner oder so. Ich verliere einfach nur Leben. Oder man sagt halt so, okay, Leben verlieren ist halt auch, du nimmst halt auch Schaden. Ist halt gut, man kann es, ey, puh, man kann es so oder so nehmen. Aber ich find's doof. So, einmal in die Fresse und jetzt wieder draufhauen. Ey, ich mag dich nicht kriegen. Warum machst du das? Ey, jetzt lass mich mal in Ruhe. Ich will auch was machen. Fülle die Kia-Zeiger. Ich fülle die Kia-Zeiger durch Kia-Aufladen auf. Okay, habe ich getan. So, individuelle Technik, okay. Ey! Too strong am Arsch. Knie ist nicht zu strong. So, jetzt lass ich. Okay, dann mache ich die Spitzenaktion. Das ist halt nicht, weil Kirin mich gerade nervt. So. Das war's mit dir, Kirin. Puh. So, weiter. Und dann muss ich werden. Ja. So. Da, gut. Und dann sind wir jetzt auch schon beim Bosskampf angekommen. Mal gucken, ob wir jetzt noch die ganze Galaxis in diesem Part machen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Werden wir mal gucken. Maximalwert für Limitpunkte hat sich erhöht. Um 7. Nice. 7 ist nicht schlecht. Da können wir gleich sogar
Ja, da können wir Schlagangriff M ausrüsten. Nice. Dann machen wir auch direkt Objekte. Und dann Nahkampf, Schlag. Wo ist Schlagangriff? Ah, da, Schlagangriff M. Gut. Einstellung beenden, ja. Okay, jetzt kämpfen wir zweimal gegen Freezer. Einmal gegen Normal und einmal gegen Mecha-Freezer. Wie auch immer, wie es auch gehen soll. Naja, ist ja auch egal. Wie es gehen soll, ist ja nicht wichtig. Es geht und gut ist. Okay, das ist irgendwie ein anderer Freezer. Wahrscheinlich Freezer direkt irgendwie 100%. Ne, 100% ist ja richtig fett aufgepumpt. Keine Ahnung, wieso er da so guckt. Ah, ist doch direkt 100%. Okay, da hatte ich recht. Nice. Gut, weil, ich weiß ja nicht, mitten im Kampf kann er sich ja wohl kaum zum Mecha-Freezer machen. Okay, scheiße, ich habe gar nicht auf die Bedingungen geachtet. Das ist natürlich nicht nice. Weil ich denke, ich muss das schaffen, oder? Okay. Dann werde ich die Partie jetzt beenden. Es tut mir leid, ich habe nicht auf die Bedingungen geachtet, aber ich habe jetzt... Ich hatte ja vorhin schon bei den vor ein paar Parts keine Nerven, also ist ja jetzt noch in der gleichen Aufnahmesession auf so einen Kampf und deswegen werde ich den dann auf Stream machen, weil, sorry Leute, aber da habe ich echt jetzt keinen Bock, dann gehe ich mich wieder auf und ich möchte ihn nicht irgendwie wieder in Rage Park bringen, deswegen werde ich das dann wieder auf Stream machen. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass der Part euch gefallen hat und ich sag's wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.